Ja, hallo und Shalom, liebe Zuschauer. Ich möchte heute mal durch ein paar Weltnachrichten hindurchgehen und ja, man hat den Eindruck, dass der Wahnsinn immer wahnsinniger wird. Ja, und vor allem, dass die Ereignisse immer schneller voranschreiten. Und wir entnehmen eben der Bibel, dass ein Weltzeitalter zu Ende geht. Und dass dieses auch eben krachend zu Ende geht. Und ja, ich glaube, wir fangen mal hier an. Hier haben wir eine Meldung von AP, Associated Press, und die heißt es: UN-Chef, Welt befindet sich in einem entscheidenden Moment und muss Krisen abwenden. United Nations AP. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, warnte eindringlich davor, dass sich die Welt in die falsche Richtung bewege und vor einem entscheidenden Moment stehe, in dem ein Weitermachen wie bisher zu einem Zusammenbruch der globalen Ordnung und einer Zukunft mit ständigen Krisen führen könnte. Ein Kurswechsel könnte einen Durchbruch zu einer grüneren und sichereren Zukunft bedeuten, sagte er. Der UN-Chef sagte, dass die Nationen und Menschen der Welt die gefährlichen Trends von heute umkehren und sich für das Durchbruchsszenario entscheiden müssten. Die Welt stehe an fast allen Fronten unter enormem Stress und die Corinna-Pandemie sei ein Weckruf, der zeige, dass die Nationen nicht in der Lage seien, zusammenzukommen und gemeinsame Entscheidungen zu treffen, um allen Menschen angesichts eines globalen lebensbedrohlichen Notfalls zu helfen. Guterres sagte, diese Lähmung reiche weit über Corinna hinaus und betreffe auch das Versagen bei der Bewältigung der Klimakrise. Ja? Und unseren selbstmörderischen Krieg gegen die Natur und den Zusammenbruch der biologischen Vielfalt, die unkontrollierte Ungleichheit, die den Zusammenhalt der Gesellschaften untergrabe und den technologischen Fortschritt ohne Leitplanken, die uns vor seinen unvorhersehbaren Folgen schützen. Ja, als weiterer Anzeichen für eine chaotischere und unsichere Welt verwies er auf die zunehmende Armut, den Hunger und die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern. Nach jahrzehntelangem Rückgang, das extreme Risiko für das menschliche Leben und den Planeten durch einen Atomkrieg und einen Klimazusammenbruch sowie die Ungleichheit, Diskriminierung und Ungerechtigkeit, die Menschen auf die Straße treiben, um zu protestieren. Achtung, während Verschwörungstheorien und Lügen tiefe Spaltungen innerhalb der Gesellschaften schüren. Okay, nochmal. Während Verschwörungstheorien und Lügen tiefe Spaltungen innerhalb der Gesellschaft schüren. Ja, wer lügt und wo kommen die Verschwörungstheorien her? Ja, ich will ja nur mal kurz anmerken, dass es ja schon eine Verschwörungstheorie seit vielen Jahren ist, dass man hier eine Weltregierung schaffen möchte. Ja, und der Herr Guterres, ja, in seiner Rede hier wirbt ja gerade für diese Weltregierung. Eine Verschwörungstheorie, nicht wahr? Ja. Dafür gehen die Menschen auf die Straße, um zu protestieren für Verschwörungstheorie. Da fällt mir ein Bibelspruch ein, und zwar Jesaja Kapitel 5, Vers 20. Wehe denen, die Böses Gut und Gutes Böse nennen, die Finsternis zu Licht und Licht zu Finsternis erklären, die Bitteres süß und Süßes bitter nennen. Okay. Wir gehen mal weiter im Text. In einem Bericht, der der Generalversammlung und auf einer Pressekonferenz am Freitag vorgestellt wurde, sagte Guterres,
dass seine Vision für das Durchbruchsszenario zu einer grüneren und sichereren Welt von dem Prinzip der Zusammenarbeit angetrieben wird. In der Erkenntnis, dass wir aneinander gebunden sind und dass keine Gemeinschaft oder kein Land wie Moment, dass keine Gemeinschaft oder kein Land, wie mächtig es auch sein mag, seine Herausforderung alleine lösen kann. Ja. Ja, der Bericht Unsere gemeinsame Agenda ist eine Antwort auf die Erklärung der Staats- und Regierungschefs zum 75-jährigen Bestehen der Vereinten Nationen im vergangenen Jahr und die Aufforderung der 193 Mitgliedstaaten der Versammlung an den UN-Chef, Herausforderungen zu bewältigen, der Herausforderungen für die globale Governance zu geben. Ja. Interessant. Ja. Muss man weiter jetzt gar nicht kommentieren. Ich könnte hier noch weiterlesen, aber ich will nur eins dazu sagen. Mich erinnert das an die Offenbarung Kapitel 13, und zwar das Tier aus dem Meer. Ja, und die UN hat ja diese blaue Flagge hier. Ja, das ist das Meer. Ja, und hier steht es auch noch zufälligerweise neben der Flagge der EU, die ist auch blau. Ja, das Tier aus dem Meer wird aussteigen, eine ja, globale Weltregierung, ja, Verschwörungstheorie. Er wirbt ja hier selber dafür. Und ich will mal eben lesen aus Offenbarung Kapitel 13. Und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das 7 Köpfe und 10 Hörner hatte. Und auf seinen Hörnern 10 Kronen und auf seinen Köpfen einen Namen der Lästerung. Ne? Und das Tier, das ich sah, glich einem Panther und seine Füße waren wie die eines Bären und sein Rachen wie ein Löwenrachen. Und der Drache gab ihm seine Kraft, seinen Thron und große Vollmacht. Ja, und ich sah einen seiner Köpfe wie zu Tode verwundet und seine Todeswunde wurde geheilt. Und die ganze Erde sah verwundert dem Tier nach und sie beteten den Drachen an, der dem Tier Vollmacht gegeben hatte. Und sie beteten das Tier an und sprachen, wer ist dem Tier gleich? Wer vermag mit ihm zu kämpfen? Ja, also der Drache ist der Satan, der gibt diesem Gebilde hier, dem Tier aus dem Meer, die Macht. Ja, und deshalb stehen ja auch hier 7 Köpfe, ja, und 10 Hörner und so. Das ist eben verschiedene Staaten vielleicht, ja, die hier zusammengebunden werden. Ja, das sind die Dinge, die uns daran hier erinnern. Wir gehen weiter und zwar NTV habe ich hier einen Bericht Russland und Belarus, also Weißrussland starten Militärmanöver. Ja, also diese beiden Staaten, Russland und Weißrussland, haben ein gemeinsames Militärmanöver gestartet mit 200.000 Soldaten. Ja, also das ist schon relativ viel. Ja, und die NATO sieht das mit Argwohn natürlich. Ja, Polen spricht von Provokation, befürchtet einen erhöhten Migrationsdruck. Ja, gut, die NATO hat ja auch in letzter Zeit oft Manöver gehabt an der Grenze zu Weißrussland und Russland. Und ja, hier möchte man jetzt einfach mal Präsident Putin und der weißrussische Präsident Lukaschenko, ja, sie halten jetzt eben mal ein Gegenmanöver und ja, man ist dann hier beunruhigt und ja, was sich zu diesem Bild hier mir noch einfiel, ja, mongolische Gesichter sieht man hier so ein bisschen und das erinnert mich so ein klein wenig an Alois Ehlmeier. Ja, ich halte das durchaus möglich, dass diese Szenarien, die Ehlmeier gesehen hat, passen durchaus auch in die biblische Prophetie. Ja, und er hat eben gesehen, dass ein
kurzer Krieg kommen wird, ja, der ja auch in der Bibel schon die vier apokalyptischen Reiter, der zweite Reiter, der rote, das auf dem roten Pferd, ist ja der Krieg, der kommen wird. Ja, das hat er vorausgesehen und dass die Truppen ganz schnell in Westeuropa auch durchmarschieren werden, ganz schnell kommen werden, hat vielleicht auch damit zu tun, dass ja die USA eben jetzt schwächeln sozusagen, dass die Weltmacht USA mehr oder weniger zerbricht. Ja. Die NATO hat ja auch schon gesagt, dass wir Befehle von Sleepy Joe nicht mehr so ohne weiteres befolgen werden. Ja, also das westliche Bündnis ist bröckelig durch die Administration von Sleepy Joe in US-Amerika. Ja, und das nutzen natürlich die anderen Mächte wie China und Russland aus. Ja, wollen wir mal weiterschauen. Also wie gesagt, schon massiv 200.000 Soldaten. Hier noch was irgendwie Wichtiges. Naja, gut. Was haben wir hier? Oh, ja. Ja, also Pool of Waters, also Seen in der Nähe von vom Toten Meer, ja, sind auf einmal, haben sich in ja, rot verwandelt, ja, und die entsprechenden Stellen dort in Israel, ja, wollen jetzt eben nachforschen, woran das liegt. Also diese Tümpel hier, diese Tümpel sieht man hier auch. Ja, sie haben sich rot verfärbt und es steht ja geschrieben auch in der Bibel, dass sich zum Ende der Zeit eben auch viele Gewässer in Blut verwandeln werden. Ja, und auch noch zusätzlich den Wermut haben wir denn auch, dass eben Gewässer eben ungenießbar werden, bitter werden, ja, Wermut dort drin ist, ja. Haben wir hier sozusagen, Gott gibt uns Zeichen, ja, dass hier Wassertümpel oder Seen sich rot färben. Auch ganz interessant, die Meldung. Weiter geht's. Ja. Dann haben wir den weiteren Verfall des Westens, des ehemals christlichen Westens. Ja, hier als Beispiel USA, evangelikale lutherianische Kirche, ja, hat jetzt den ersten Transgender-Bischof installiert. Tja, evangelikal-lutheran-Kirche, ja. Werde ich jetzt hier nicht weiter kommentieren, aber das ist eben etwas, was nicht gerade biblisch ist. Ne? Also wir sehen hier einen weiteren Verfall der biblischen Ordnung, die Ordnung Gottes, ja, und zwar auch dann noch in den Kirchen. Also wir haben hier natürlich, der Satan kümmert sich natürlich auch gerade um die Kirchen, will hier Zerstörung, ja, herbeiführen. Ja, dann haben wir hier in China haben wir ein seltsames Wetterphänomen. Also wie gesagt, oder beziehungsweise haben wir seltsame Zeichen am Himmel. Meteorologen können sich dieses Phänomen nicht erklären. Ich hielt das erst für ein Fake, CGI, also etwas, was man am Computer natürlich generieren kann. Sieht so ein bisschen aus wie so eine Leiter hier und ja, seltsames Phänomen. Viele Menschen in China haben das wohl gesehen und es ist hier auch oft an der Bild-Zeitung aufgenommen worden. Ja, das kann viele Möglichkeiten heißen. Wir wissen, wenn der Antichrist kommt, er wird Zeichen und Wunder tun. Denkt daran bitte. Ja, der Antichrist wird Zeichen und Wunder tun am Himmel. Und es passt eben auch gut mit der Alien-Agenda eben zusammen. Hm? Immer daran denken. Also diese, ja, Phänomene werden wir öfter jetzt im Mainstream eben auch sehen.
Dann nochmal eben hier zu den jüdischen Feiertagen. Rosh Hashanah, wie gesagt, das Posaunenfest ist nun vorbei, aber es kommen noch weitere jetzt im September. Wird also wirklich ein ziemlich heißer Monat. Als nächstes kommt Yom Kippur, 15. September und 16. September. Und ich will mal gerade schauen, ob ich hier nochmal das... Ah ja, hier habe ich nochmal die biblischen Feste. Ja. Froschfest, ja. Man konnte davon ausgehen, dass hier die Entrückung stattfindet, aber wir haben natürlich hier insgesamt, ja, wie gesagt, diese drei Feste, ja, die alle in einem Monat verlaufen. Versöhnungstag, Yom Kippur, ja, und dann kommt noch Sukkot, das Laubhüttenfest, okay. Und hier vielleicht bei Sukkot ist interessant, Laubhüttenfest ist vom 20. September zum 27. September und am 26. September haben wir Bundestagswahl. Ja, okay, das dazu und noch einmal jetzt die Aufforderung bzw. der Hinweis, wer jetzt noch nicht zu Jesus Christus gefunden hat, ihr habt noch die Möglichkeit, ja, noch haben wir die Gnadenzeit. Gnadenzeit heißt, ihr könnt Jesus anrufen und euer Leben übergeben, Jesus Christus. Ja? Und erstmal erkennen, wir sind Sünder, alle vor Gott. Ja? Deshalb hat uns Gott diese Lösung gesandt. Ja? Und zwar nicht, weil wir aus Werken frei werden, nur weil wir so gut sind. Ja? Viele Menschen denken, ach, ich bin noch ein Guter, ich bin ein Whitehead. Ja? Und, aber Gott lehrt uns ganz klar, wir müssen komplett heilig sein, das heißt, da darf auch keine Lüge sein, nichts darf da vorhanden sein, nichts Kleines, dann wären wir unrein, ja, oder unheilig und er möchte uns ja wieder in seinem Königreich zurückhaben, ja, sein Reich komme und da müssen wir eben heilig sein. Und das können wir eben nicht durch Werke, sondern nur aus Gnade, ja. Jesus, Gott selber, hat die Strafe auf sich genommen, die wir verdient haben. Er ist gestorben, aber am dritten Tag wieder auferstanden von den Toten. Ja, damit hat der Satan verloren. Ja, der Tod ist überwunden. Ja, und genauso werden wir das auch überwinden. Ja, zusätzlich dann auch noch die Verheißung, ja, dass er uns aus dieser Trübsal herausnimmt oder davor sogar bewahrt. Ja, ich denke mal, das war ein kurzer Zusammenschnitt hier von kurzen Nachrichten. Bis bald.